kommen. Ich, Apollo, der wird den neuen Weg weisen. Der Weg ans Wollenspilum und der Weg der Gerechtigkeit. Genau, sag ich doch, der Pfad Gerechtigkeit. Runter von meinem Rasen! Ich prügel dich aus meinem Grundstück raus! Gib's mir, yeah, ich stehe auf harte Schmerzen, dass die Welt auseinanderbrudelt. Yeah, mach doch mal. Schmerzen, dass die Welt auseinanderwackelt. K.O. auf der Welt. Yeah, Schmerzen, ich würde dich in den Rollstuhl prügeln. Prügel dich in den Rollstuhl. Rollstuhl, yeah, ab in den Rollstuhl mit dir. Ich bin so angespannt. Ich verprügel dich, dass du natürlich nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ist das geil! Ja, das tut so gut! Wut tut ja bekanntlich gut! Kann ich ein paar Uli bieten? Das tut so geil, oh Mann, geil aufs die Polizisten, geil gut. Gib's mir, das ist so gut, dass ich da möchte ich am liebsten explodieren vor Freude. So. Sieht so aus, als hättest du noch viel zu lernen. Hör auf, mit dir selber zu reden. Denn du bist der weiter und entfernt, das Werbepotenzial. Jetzt führt er auch noch Selbstgespräche. Der diskutiert mit sich selbst, so. Ein Nutzer. Ja, Turniere raten, du wirst in deiner Klasse. Alles klar, das würde ich beweisen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich deine Fähigkeiten erneut auf die Probe stellen. Genau, sei froh, dass ich dich nicht in den Rollstuhl geprügelt habe. Yeah! Bis dann, blauhaariges Bärenmonster. Monsieur Graskopf meinte wohl ziemlich ernst. Der hat mir die Sache reingesteigert. Scheint so, als hättest du dir einen Rivalen geschaffen, Lea. Das gehörte zu einem guten RPG irgendwie dazu. Man ist ja in Pokémon ja genauso. Gary versus Ash. Also Pokémon. Yeah! Klar, so. Gewinn den Lea, dass du dich verloren hast. Nimm es sportlich. Dabei sein ist alles. Ja. Dieser Kerl wirkte doch recht erfahren. No. Weil er ein Idiot ist. Sicher, dass du noch einige Ringe für deine Revanche bekommen wirst. Wie auch immer, ich muss jetzt wirklich gehen. Schade, wir haben heute echt lange gespielt. Ich auch. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Boah, ich muss mir kurz mal kratzen. Also im echten Leben. So. Jetzt aber. Lass uns das nächste Mal wieder sehen. D'accord? Ja. Très bien. Bis bald. Yeah. Au revoir. Es wird bei eingebunden. Oh, so. Wie aus dem Nichts, so. Puh. Die Faust Gottes kommt und bringt dir das Wort bei.
Genau, da bin ich genauso überrascht. Bye! Genau, goodbye, guten Einkauf. Au revoir. Bis bald. Sieht so aus, als hätte ich das Wort genau zur rechten Zeit eingebunden. Ich dachte mir, dass du es früher oder später brauchen würdest. Ich glaube, wir sollten auch Schluss machen. Ist unsere Beziehung zu Ende? Ja, ich mach mit dir Schluss. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Wir müssen Schluss machen, weißt du, guck mal, ich bin mit dir nicht zufrieden, sowohl, du weißt schon, in diesen gewissen Momenten, noch am Tage, aber, du kannst es einfach nicht liefern. Ich bin einfach unzufrieden, ich mach Schluss mit dir. Ich brauche ebenfalls eine Pause, wenn ich ehrlich bin. Genau, Disneys große Pause. Yeah! Du verhohnepiepelst das ganze Spiel. Du entstellst hier den ganzen Humor. Keine Sorge, du wirst schon früh genug wieder weiterspielen können. Gute Nacht, Lea. Gute Nacht, gut gemacht. Meine Macht um 8. Yeah. Look out! Yeah! Pulsierend. Ui, das macht Spaß. Tilde! Weg. So. Sicher. Ist ein langer Parcours angelegt. Ja. Es geht um die Reise, nicht genau. Wir lassen sie besser andauern. Echt? Nö. Ja, überall Apfelbäume. Sie hätten diesen Ort geliebt. Sie hätte diesen Ort geliebt. Ich schätze, ich könnte diesen Ort auch zeigen. Eines Tages. Initialisiere Avatar. Guten Morgen, Lea. Total entspannt. So. Fühlst du dich in Ordnung? Keine Ahnung. Ja! Also, Und du erinnerst dich nur an alles von gestern, richtig? Dass du Emilie getroffen hast und all das? Klasse! Ach, übrigens. Direkt Link-Umfrage! Ich bin schon gerade online zu sein. Ah, das muss ich sagen. Blink, blink, blink. Oh yeah. Es ist wie ein Anruf. Nimm ihn einfach an. Yeah. Oh. Ja. Yeah. Bonjour, Lea. Hi. Das ist ein direkter Link. Das erste Mal, dass du ihn nutzt. Sozusagen. Ja. Ich raffiniert. No? Genau, raffiniertes Öl. Jedenfalls bin ich schon ein wenig vorgegangen und habe mich auf den Bergen etwas umgesehen. Wir könnten wieder eine Party bilden, wenn du manchmal. Sag mir einfach über die lang. Ui? Ja. Oh, hast du dieses vergessen? Ich schätze mal, der nächste Dungeon wird in diesem Bergdorf sein, ne? Wir sollten den Dungeon zur gleichen Zeit betreten, um unsere Tradition mit den Dungeonrennen beizubehalten. Welche Tradition? Ach so. Nicht. Trebiau! Achte darauf, dass ich Johnson nicht ohne mich erkundet. Ja, ohne dich kann ich nicht sein. Rammstein. Yeah. Und Link in der So. So. Also dann, weiter geht's. Nicht. Du kannst Emily bei deine Party einladen. Heute gibt's eine WG-Party. Saufen, Bumsen, Kotzen. Jetzt heute Abend bei einer WG-Party. So. Oder alleine spielen. Das entscheidest du. Genau. Mach ich einfach mal so, just for fun. Ihr Party Eliminator, genau. Wähle ein Mitglied, um ein Untermenü zu öffnen. Nutze die Optionen, um Mitglieder in eine Party, also eine WG-Party, aufzunehmen oder daraus zu entfernen. Du kannst sie auch einfach kontaktieren, um mit ihnen zu chatten. Nö, ich bin doch nicht blöd. Genau.
Gerade wieder in die Welt. Unlobt. Genau, manchmal über Speicheren. Bergen Trail. Yeah, so. Mann, die Musik hier. Sollte nicht eigentlich diese Bergenteil-Musik kommen? Ich hatte nur diese eine komische Musik, die hört sich auch schön an, aber die ist irgendwie fehl am Platz hier so. Na, ja, 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 la, 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 die Musik, Musik, la, da, 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 la, 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 da, Hoppeläschen, yeah! Ich glaube an den Osterhasen. Osterhasenalarm, yeah! Oh, Kampf! Diese Kampfhasen, yeah! Prügel die Kampfhasen, yeah! Gib mir, das ist, tut so gut, also da möchte ich... Hallo, Kampfi! Buddy, keine Kampfhasen, oh ja! Runter von meinem Hasen, ihr Hasen! Werde vor Wut rasen, ihr Hasen! Oh, einer wurde besiegt! Besiegt! Yeah! Und? Jetzt kommt aber die ganz normale Musik, das ist doch toll! Was ist das für eine Sprache? Was ist eine Versprache? Das ist Blödmännisch oder Ostfriesisch. Ostfriesisch wahrscheinlich. Ja, Ostfriesen. Hallo du da. Hast mich erwischt? Ja. Tut mir leid, ich hatte gerade das traumatischste Erlebnis überhaupt. Echt? Nö. Mich schützt es immer noch. Wie? Hi. Ja. Entschuldigung, normalerweise, wenn ich nicht gesprungen habe, du wirst nicht glauben, was gerade passierte. Ich habe gerade deine Oma gesehen. Ich renne hier gerade auf einem Wildpfad abseits des Bergentors entlang, als ich mir plötzlich diese Heuwürmer und Blut und Dinge Hasengewehr tue. Und eine Seite angreift. Oh nö. Ich war so überrascht, dass ich nur noch fluchtartig bis hierhin runterrennen konnte, dann irgendwie zusammengebrochen bin. Sieht nicht so aus. Ich meine, ich habe mich zwar schon gehört, dass da ein extrem starke Monster in den Bergen lauern soll, aber ich fasse es immer noch nicht. Ich glaube, ich muss aber noch viel stärker werden. Geh in die Steroidenscheune und trainiere ein paar Muckis. Nennt sich auch Fitnessbude. Oder diese Muckibuden. Steroidenscheune. Ja. Weißt du was? Ja. Du hast recht. Ich sollte keine Angst vor irgendwelchen Monstern haben, also auch nicht vor dir. Das ist doch nur ein Spiel. Ja, das wie von hinten auch von Möbeln. Und kauf dir ein paar Möbel bei Ikea. Genau. So, genau, aber wie wäre es, wenn du mir dabei helfen könntest? Wie? Du hast schon für mich in die Bresche springen, wenn es Blitze würde, etwas Schützenhilfe leisten. Oh. Würde ich nun. Komm schon. Eine von Ihnen, diese Spielerin, hätte ich beauftragt, die Sache mit der blutgrünstigen Kreatur, die sie ungegriffen hat, zu untersuchen. Finde mehr über diesen Horn heraus und gräche sie. Befrage die Freunde über den legendären Hasen. Höfokos in Roki Chabur, Triblader beim Obelisken in Autums Riese. Also Roki Chabur, das mache ich alles. Ich glaube, wir sollten erstmal meine Freundin bei der Spiel anquatschen. Die sind beide recht pfiffig und schnappen viele auf. Das ist ein Hexerkarsch, nein, der Töpfchen. Ich bin sicher, da, da, da. Was er sagt, ist er ein Gasthaus gibt, das er mag. Der andere Teil, der soll ein Obelisken sein. Ich werde der bei dem Direkt-Version. Ja, tut mir leid, ich weiß, aber ich bin kein Freund von diesem Messaging. Genau, Instant Messenger wie WhatsApp und so. Ich rede solche Sachen immer persönlich. Wenn du mit den Jungen sprichst, weil ich mit allen anderen hier. Ich bin Jean, Billie Jean von Michael Jackson. Ich bin Billie Jean. Yeah. Ja, hi. Sag mal, ist dein Sprachmodul irgendwie beschädigt? Ja, die Garantie ist abgelaufen. Das hat zumindest so. Ah, verstehe. Das muss ganz schön schwer sein, so zu delinken. Ich würde den Jungs gleich mal ausrichten. Dann, ja, lass ihn mal anfangen. ja, genau.
Also, machen wir mal Folgendes. Das ist auch so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Atom, weiß. Wo ist der Obelisk? Obelisk kennen Sie? Ist das hier? Mama hier. Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Hallo, du da. Hallo. Entschuldigung, aber ich bin quasi gerade mitten im was drin. Oh, Moment. Du musst dieses Mädchen. Lea, du bist dieses Mädchen, ne? Ja. Sie hat mir schon gesagt, dass du hier kommen würdest. Tut mir leid, dass du hier ein bisschen nur den Vermittler spielst. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht einmal den Dealing verwendet. Die ist zu schüchtern. Ja, wie dem auch sei, das ist wegen diesem Hasen oder was auch immer sie gesehen hat, richtig? Ich erinnere mich, dass man eine Art legendären Hasen beschwören kann, indem man 5 gefrorene Karotten irgendwo auf dem Bergentreis sammelt. Es gibt nur noch eine Voraussetzung. Ich weiß aber nicht, was das war. Vielleicht war es unser Hexenkursfreund Jock. Mehr darüber. Ja, das war's. Übrigens, ich bin Jeff. Unbedingt bin Kanister mit Benzin. Schön, dich kennenzulernen. Hi, Lea, hi. Boah. Das Problem mit dem Sprachmodul. Davon hat mir Billie Jean erzählt. Schon gut, mach dir keinen Stress. Ich delinke auch gleich alles an Sie. Ich sollte eh mal lernen, wie man damit umgeht. Dann eben. Oh. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ruki Habur, da muss ich also jetzt mal hin. Mal kurz, so. Ruki Habur. Aber wo genau ist er denn eigentlich? Gut, die Gegend ist nicht so riesig, dass ich da keine Übersicht habe, aber... mein Hals. So. Die Aufnahme geht bei mir schon circa eine Stunde, 19 Minuten, also nach 1,5 Stunden Minimum kann ich ja... Zittrig. Gusti, sicher, ich hatte hier Wasser im Höfen und die Bürger zu schießen, also entschuldige mich. Halt mich nicht von meiner Arbeit ab. Hi. Nitti. Du willst ihn verloren. Dann du auch, ich bin das hier der richtige Ort. Dass ich mich jeder hier schon fühle. Du fährst den Tod an. Ja, wann bin ich geschaffen? Du schaust auch nicht mehr. Weißt du, was war ich meine? Ja. Ja, das Stereotyp verstehe. Wenn du wüsstest, was das Ding hier kaputt ist. Also, naja. Hey. Was ist? Na gut, ist es dir aufgefallen, dass ihr beim Früchte trägt? Ich habe gehört, dass sie keine Instant-Materie, sondern echte Früchte aus Fleisch und Blut sind. Jetzt frage ich mich manchmal, wie sie wohl schmecken. Ist ja schließlich nicht so, dass wir als Avatar echte Früchte essen könnten. Genau. Aber Brötchen, so Brötchen hier, das kannst du fressen, ne? So alte Schimmelbrötchen. Ich meine zum Beispiel, du legst dein Pausenbrot. Na, wenn du auf der Schule bist, legst du ein Pausenbrot irgendwo unter der Schulbank und nach den Sommerferien kommst du da, nach 6 Wochen Sommerferien, das Brötchen existiert, du sagst so, oh, hab ich vor den Sommerferien vergessen, mit nach Hause zu nehmen, es aufessen, dann schimmelt die Scheiße vor sich hin, ich hab lustige kleine Schimmelpilze gezüchtet. Was für eine tolle Zucht. Ne, natürlich noch, wenn du Wasser in den Brunnen gießt, wer ist im Brunnen? Captain Obvious, danke. Sei Wasser, mein Freund. Genau. Nö, also, die Schulzeit liegt bei mir auch schon Jahre zurück.
Chelpslette, Frühstückkiste. Altmetall, Kuhhorn, bilden Sie Kette. Ui, Penner. Wo ist denn dieser eine komische Typ, den ich ansprechen muss? Dieser kleine Hexer, Akash. Und Hüpfer ist dieser Eisverkäufer, Mann. Hallo, junges Fräulein. Kann ich für dich ein kurzes, köstliches Eis mit Geistern für die Adulaten so? Naja, das Eis ist momentan alle. Aber wie gesagt, wenn du wirst, könnte ich schnell eine neue Eiscreme herstellen. Also könntest du mir etwas Bügelholz bringen? Nö. Wo findet ihr den Kerl hier eigentlich? Lalalalala. Hey, was machst du denn da? Ist ja hier irgendwo in einem dieser Gebäude. Ach! Elina, was hast du denn für eine komische Brille? Mach ich mal ein bisschen anders? Anderes Gesicht, wenn das zu viel ist. Bevor du allerdings hier mitmischen kannst, solltest du den Siegerhut besuchen. Wir könnten dir nämlich erst dann Ausgaben geben, wenn du die Fraktionsausweisung im Erdgeschoss erhalten hast. Ja, nervig ich weiß, aber wobei wir wissen, ein paar letzte Regeln hier befolgen. Weißt du? Na ja, gut, dann nehmen wir so. Der meditiert von. Hallo, alter Opa. So. Yeah! So. Mann, der redet immer so mit übertrieben albernen Stimmen. Du solltest mal Synchronsprecher werden. Synchronsprecher. Yeah! Der Synchronsprecher, der Meisterrecher in seinem Becher. Der Röcher vom Becher, der blöde Synchronsprecher. Oh ja. Der Knochenbrecher, der Knochensynchronsprecher, der Rächer. Ja, dieser Kaktus, Tilde. Schau, ich glaube, er fängt an zu blühen. Großartig. Muss wirklich diese Nummer sehen? Ja, das ist so. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Was sind wir bitte? Grüß dich, Seeka. Einführungsoperation Fahrräucherorden. Damit sich du gut aufqualifiziert, deine Fähigkeiten als Sieger bei den vier Fraktionen als Sehen und sie in den Pflichten zu besitzen. Das ist die Organisation, die wir die Zeit zu und Wohlstand von Menschheit und ihre Verfüßen an den verschiedenen Gesichtern sichern. Mehr Informationen kannst du am Terminal hinter dir erfragen. Ja. Ja, solltest du wissen, dass jede Fraktion eine lokale Vertretung in Rückgeschöpfung hat. Wie auch in wenn ihr Antworten ist, besonders sieht, weil verfehlt Verständnis unserer Gesellschaft und dann Schatz in ihr solltest du dich allen erstmal vorstellen. Für diesen Zweck werde ich Ihnen einen offiziellen Auftrag erteilen. Bitte ihn anzunehmen. Ja. Diese fünf Verpflichtungen haben eine lokale Verpflichtung in Yuki Habu, Schilder der Habenwache, Küstenhandelsverband und Hüppe des Herbstes. Stelle dich ihren Repräsentanten vor. Da steht ja wohl Tante drin. Und ihren Repräsentanten und ihren Tanten vor. Besuche die vier Fraktionen in Yuki Habu. Besuche das HTHQ-Wildwächter-Marktes und so weiter und so fort. Yeah, so. Yeah. Und versuche den Repressen Fanzen der Fraktion in Art und Riese und stelle dich ihnen vor.
Eierfonsilisten aufgabe auf das Quartier in den Meeresmarktfest oder des Wöldeuers. Der Haku und Blub und Bla und Bla und Bla. So. So. Genau. Unlocket, 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 unlocked, yeah. La 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 la. Da da da. Oh Mann, ist das eine süße Gegend. Ja, ist das nicht aufregend? Der ist so hyperaktiv. Ja. Oh. Naja, manchmal ruckelt es doch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Kann man aber verschmerzen. Ja. Nee, diesen Kerl, den finde ich nicht. Den Kerl, den finde ich einfach nicht. Der ist wahrscheinlich irgendwo anders, da weiß ich auch nicht wo. Ja, und so. Ja, manchmal machen die auch mal so Geräusche. Guten Tag, haben Sie Sandwiche? Nee, für nur 2500 Euro soll ich sie einpacken. 2500 Euro? Gut, ich muss gehen. Wir rennen wie immer weg. Meine Waren sind doch erstklassig, nicht wahr? Nö, das ist wirklich nicht wahr. Das stimmt wirklich nicht. Es ist nicht wahr. So. Mal schnell. Ich mach gleich zu, weil ich noch an die Kneipe. Nö. Hast den Kunden verloren. Bist teuer, Mann. Hallo? Hallo, Mann. Du verkaufst dir doch keine iPhones. Dann ist doch teuer. Oder mir hier? So. Weißt du, was ich. Ich düse mal. Hier. Ja! Teleportikowski, ja. Oh. War nicht was? Nee. Ich habe. Bum, bum, bum. Yeah! Hasikowski! Oh, Hasikowski, hier, keine Special Moves mehr zur Verfügung. Oh, Mann, ich ziele immer falsch. Mann. Ba, di, di, da, di, do. La, 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 li, la. Hallo, Mann. Yeah, guck mal hier, die ganzen Leute, die verletzt sich ja nicht mal. Yeah, hab da deine Gefühle verletzt. So. Yeah. Lol, ne. Yeah. Ui, drei Hasikowskis. Hasen provozieren. Hasis. Yeah, süße Osterhasen. Schokoladen-Osterhasen. Ihr besteht leider nicht aus Schokolade. Jesus, süße Knuffi. Knuffi, Knuffi, Knuffi aus. Schmusen, Hasen, Schmusen, yeah! Schmusen in Leverkusen. Busen, Schmusen in Leverkusen. Dann geh ich nach Bielefeld, denn ich brauche Geld, mein Held, weil er von Arbeit nicht so viel hält. Ihr Schmusen, Hasen, Schmusen, ja. Für ein Apfel und Ei verarbeite ich euch alle zu Brei. Für ein Apfel und Ei verarbeite ich euch zu Brei. Brei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Mein Gott, Tikowski. Yeah, Kampfsporthasen. Yeah. So. Wie war jetzt? Ui, da liegen aber viele EXP, also Experience-Punkte, Erfahrungspunkte. Yeah. Da da da. Yeah. Ui. Schöne Aussicht. Ich habe Depressionen. Ich will nicht mehr leben. Ich will wirklich nicht mehr leben. Ich finde mein Leben so scheiße. Ich will nicht mehr. Ade, du schnöde Welt. Ui. Nö, schade.